Welcome back im Race and Speed Shop. Ein wunderschöner sonniger Tag. Wir haben den Roadrunner von Pillemer rausgeholt. Da haben wir ja gerade den Auftrag, eine Lachgasanlage einzubauen. Haben wir auch schon angefangen. Jetzt können wir bei dem herrlichen Wetter draußen noch ein bisschen was an der Verkabelung machen. Es hat leider sehr, sehr lange gedauert, bis die Teile aus den USA kamen. Aber die Teileversorgung aus den USA ist im Augenblick wirklich katastrophal. Ihr werdet es kennen, wenn ihr ein paar spezielle Teile braucht. Die Lieferkette ist so unendlich lang geworden, es ist echt unglaublich. Aber jetzt haben wir eigentlich alles zusammen und sind dabei, den Roadrunner fertig zu machen. Ich zeige euch mal kurz den Iststand. Jawohl, da ist das gute Teil. Also, wir haben eigentlich all the hard work is done, würde der Ami sagen. Wir haben eine wunderschöne Platte untergebaut unter den Vergaser von der NX. Das ist ein System 250 PS. Wir haben jetzt auf 125 PS abgestimmt. Ihr habt hier einmal die Spritversorgung über ein Magnetventil. Müssen wir natürlich noch anschließen. Geht dann direkt an den Spritverteiler. Und ihr habt auf der anderen Seite, gehen wir mal rüber, unter diesem wunderschönen Holly Dominator, habt ihr auf der anderen Seite hinten die Lachgaseinspritzung. Ja, hier müssen wir noch einmal das Purge-Ventil, das Ventil, das die Leitung Luft entleert, und hier das normale Lachgasventil, was dann das kühlende Lachgas einspritzt, anschließen. Ihr seht hier das Purge-Ventil, haben wir hier oben hingelegt. Das ist nachher hier schön hinter der Motorhaube, das Lachgassystem entlüften kann. Hier auf der Seite wird dann wunderschön das kühle Lachgas erst einmal entlüftet, dass die Leitung komplett leer ist. Dann wird hier drüber das Lachgas unter den Vergaser gespritzt. Und ganz wichtig, wir haben ein Wet-System. Auf der anderen Seite hier wird dann noch zusätzlich Sprit mit eingespritzt. Und dann habt ihr ein wunderbar kühles, wesentlich spritreicheres Gemisch, was dann natürlich für die Mehrleistung sorgt. Ganz wichtig ist allerdings noch, kleinen Augenblick. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr Lachgas fahrt, dass ihr dann nicht nur die Lachgasanlage aufbaut, sondern euch auch um die Zündung kümmert, damit ihr den Motor vor schlimmen Schäden bewahrt. Mehr Leistung heißt lieber ein bisschen weniger Zündung. Das heißt, im Umkehrschluss, ihr solltet pro 50 Lachgas PS die Zündung um 2 Grad zurücknehmen. Das ist aber relativ einfach zu machen. Dafür haben wir hier von MSD ein Modul besorgt. Ja, das ist ein Adjustable Spark Timing Modul. Ist ganz einfach. Wird an die vorhandene MSD-Box angeschlossen. Und ihr habt dann im Wageninneren hier ein wunderschönes Drehrad, wo ihr halt eure Zündung dementsprechend zurücknehmen könnt. Ist die einfachste Variante, ist auch eine sehr sichere Variante. MSD baut da wirklich cooles Zeug. Das werden wir Pille jetzt nochmal verbauen. Dann müssen wir die Ventile noch anschließen, dass die Lachgasventile aktiviert werden können, das Spritventil aktiviert werden kann. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, aber das habe ich, glaube ich, im Video davor gezeigt, die Lachgasflaschen, die hat die Pille ja schon mal eingebaut. Und zwar, ich zeige es euch einfach nochmal, weil es wirklich cool aussieht. Nach dem Motto, bigger is better, hat Pille hier gleich zwei riesengroße, wunderschöne Nitro-Outlet-Flaschen verbaut. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir werden jetzt noch mal ein bisschen die Elektrik machen und dann geht's weiter. Der erste Teil ist geschafft. Wir haben jetzt die MSD eingebaut. Wir haben hier unser Armaturenbrett den Controller gelegt, beziehungsweise den Kasten, den Controller. Haben wir hier den, da ist schön langes Kabel dran, den werden wir natürlich nachher so verbauen, dass du vom Fahrersitz aus schön die Zündung zurück oder wieder vornehmen kannst. Soll ja alles bequem sein, soll ja alles schnell gehen, ne? Manchmal muss man schnell Lachgas fahren. Also, bleibt dran, jetzt schließen wir die Ventile an und dann geht's weiter. Es gab eine kleine Planänderung. Wir haben das Lachgas soweit verbaut, vorne zusätzlich Benzin, hinten Lachgasdüse, Purge-Ventil. Hier nochmal der Ausgang vom Purge-Ventil. Sieht mit Sicherheit gigantisch aus, wenn die Haube drauf ist. Und da hinten, wie bei so einem Nashorn,
der Lachgasstrahl rauskommt. Pille verlegt sich die Schalter fürs Perchen und für Lachgas scharf machen und Lachgas einspritzen selber, sowie auch die Zündverstellung. Das soll Pille sich wirklich einfach auf sich gebaut hinlegen. Das kann er selber machen, macht er selber. Er hat ja auch hier diese wunderschöne Mittelkonsole reingebaut und ja, keine Ahnung, ob er was ich machen würde. Dieser Schalthebel ist mal sowas von cool. Hier ist ein Schalter drin. Ich glaube, den hat er aber als Line-Lock schon besetzt. Das wäre natürlich ein idealer Schalter für Lachgas. Ich glaube, ich würde einfach einen Fähnchenschalter nehmen, also so ein Taster mit einem Fähnchen, und würde mir den hier an den Shifter mitbauen, dass ich da das Lachgas aktiviere, weil ich ja dann die Hand eh am Shifter habe, um den nächsten Gang reinzureißen. Aber das soll Pille selber entscheiden, wie er es macht. Wir haben ihm noch einen Ölwechsel gemacht, haben die Ventile überprüft, aber alles von innen sieht der Motor genauso aus wie von außen, nämlich komplett neu. Der Motor sieht super, super gut aus von innen. Da hat Tom Nelson wirklich ganze Arbeit geleistet. Vielen Dank an Tom von Nelson Racing Engines für diesen wirklich wunderschönen und fantastischen Motor. Das Ding läuft einfach bestialisch. Vielleicht können wir noch mal ein Fahrvideo machen, wenn dann aber nur mit Pille zusammen. Ist nicht mein Auto, wenn dann muss er es fahren, ist ja sein Auto. Ja, wir sind soweit durch. Das heißt, wir sind mal wieder am Ende von einem Video. Es war uns ein Vergnügen, Pille bei dir Lachgas reinzubauen. Geht raus. Verbrennt Benzin, genießt das Wetter, genießt das Wochenende. Schönes Wochenende, wir sind raus. Wir sehen uns demnächst auf dem Race-Ins-Kanal.